Mag sein, dass man sich der gleichen Gedanken noch mehr macht, wenn man zwei Jungs zu Hause hat und wenn in der Familie nicht alle Söhne nach Hause gekommen sind. Wie auch immer, ich habe mich entschieden, dass irgendwann Schluss damit sein muss, dass wir unsere Kinder umsorgen, umhegen, pflegen, dass wir ihnen jede Menge von Schutzimpfungen verpassen lassen, dass wir ihnen, wenn es nötig ist und wenn die Zeit dran ist, ihnen wahre Meisterwerke von Zahnspangen anfertigen lassen, dass wir versuchen, ihnen eine, wenn es geht, menschliche Schule herauszufinden, in der sie zu selbstständigen Wesen heranwachsen können, in der ihre Kritikfähigkeit gefördert wird und dass wir dann zulassen, dass, wenn sie 18 Jahre alt geworden sind, plötzlich Befehlsempfänger aus ihnen gemacht werden, dass sie angebrüllt werden, was wir uns bis dahin immer verkniffen oder verbeten haben, oder, um es ganz brutal zu sagen, um sie mit 18 Jahren plötzlich zum Abschluss freizugeben. Ich weiß nicht, wie meine... Ich weiß nicht, wie meine Jungs darüber denken werden, und der Tag, an dem sie sich entscheiden müssen, liegt noch in weiter, weiter Zukunft. Aber wie auch immer sie sich entscheiden werden, und wenn sie es wollen, dann bin ich bereit, mit ihnen durch dick und dünn zu gehen. Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen, mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen, nein, meine Söhne geb ich nicht, nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, jeder Kreatur als höchsten Wert. Ich habe sie verzeihen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelehrt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert, dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich. Sicher nicht für euch hat ihre Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden und kühlt ein kleines glühendes Gesicht, bis wir in der Erschöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sie werden nicht in Reih und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt, auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich werde sie den Ungehorsam lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit, gegen jeden Befehl aufzubegehren und nicht zu buckeln vor der Obrigkeit. Ich werde sie lehren, den eigenen Weg zu gehen, vor keinem Popanz, keinem Weltgericht, vor keinem als ich selber grad zu stehen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne. Eher werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Eher mit ihnen in die Fremde ziehen,
in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben, nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.